Moin Leute, ich wollte hier gerade diesen wunderschönen Bed One fertig machen, Really Bed One. Wir wollten ja im November ein bisschen unsere alten Korn wieder rausholen. Da wollte ich jetzt quasi ein bisschen vorbereiten. Unsere Radschlüsselsammlung. Räder nachziehen. Dann wollte ich mich noch etwas durch die unbeschrifteten Really-Funken kämpfen. Das Akkulager ein bisschen durchsuchen, was wir hier nehmen. Und dann wollte ich noch gucken, ob ich hier ein paar Karo-Aufkleber habe, Bad One. Und da habe ich gleich welche oben drauf gefunden. Und dann habe ich weitergeguckt und dann habe ich so an die Karos geguckt. Und dann habe ich diese Kiste gesehen. Und dann fing es an zu rattern und die hole ich jetzt hier mal raus. Und was darin ist, das erklärt, ich bin baff. Naja, und baff bin ich auch hier. Also, die finde ich klasse hier. Ja. So, nee. Karo raus, Karton raus. Das ist der Karton. Das ist ein Karton. Really new one. So, jetzt ist der Karton schwer. Und langsam kommt es mir hier wieder, klickert es. Aber nur ganz langsam. Also, seht ihr das? Hier sind Nigelnagel New One drin. Nigelnagel neuer. Ich habe dieses Auto vergessen. Ich weiß es nicht, wann wir das Auto mal bestellt hatten. Das war wieder eine super Sonderaktion von Konrad damals. Payback und hast du nie gesehen? Das ist neu. Das Auto ist neu. Ich gehe kaputt. Ich lege mal kurz die Kamera zur Seite. Ich hole ihn mal raus. Wa? Also ich meine das Auto. Das Auto hole ich raus. Das Gute. So. Da ist er. Nigelnagel neu. Die obligatorische braune Tüte von Really. Ladegerät. Kleinzeug. Wo ist der Akku? Weiter geht's. Es ist wirklich wahr. Hier steht ein nigelnagelneuer Really New One da. Sorry, das musste sein. Also wirklich, das Ding, ich bin, hier ist der Akku. Richtig klasse, ne? Hier schlummerte er lieber so ein bisschen vor sich hin. Falls mal gebrannt hatte, ich hätte mich gewundert. So. Nigelnagelneu. Ein Traum. Was mache ich jetzt mit dem Auto? Das ist die große Frage. Und das ist unser Alter. Also das ist dieser New One, den wir immer genutzt haben. Ich nehme den mal schnell mit rüber. Da stehen sie. Alle beide. Neu. Gut gebraucht, würde ich sagen. Genau, hier hinten an denen hat man die Wheelie Bar dran gemacht. Das ist der gebrauchte. Der gut gebrauchte. Ach, kann ich gleich wieder vorne damit. Und das ist wirklich der Nigelnagelneue. Ne? Die große Frage, was man damit macht. Also. Ich fahre, denke, nee, wir haben ja den. Ne? Wir haben ja genug. Tja, vorne nehmen. Hebt man sowas auf, tut man den wieder in der OVP und lässt den einfach nochmal 70 Jahre drinne und guckt. Oder was macht man? Haut man den jetzt raus? Ist eigentlich zu schade. Das Geld werde ich sowieso nie wieder kriegen. Ne? Das war der früher 200 und im Angebot 250. Naja, Quatsch, bin behämmert. Bisschen was unter 200. Ja. Der sieht schön aus. Dezent straffer. Gut, schreibt mal in den Kommentar, was macht man mit so einem Auto? Wird das Kult? Hält man den off? Ist vielleicht, wenn Konrad irgendwann pleite ist oder so. Keine Ahnung. Ja. Und ich bin echt erstaunt. Ne? Dort stand er.